Hallo und herzlich willkommen hier zu Die Sims 3 und unserem Haushalt Zoom. Unsere gute Lara ist gerade die Einzige, die wach ist und die hier an einem Bild malt. Man gönnt sich ja sonst nichts mit in der Nacht. Aber ihr kennt die Zooms, da ist ja ab und zu immer mal alles anders. Und zwei schlafen, zwei machen irgendwas. Und diesmal ist nur Lara wach. Und das, zu einer typischen Geisterstunde. Wer ist denn gerade aktiv hier? Ah, schaut mal, Bella ist da. Hihi, hallo Bella. Geisterpferd. Dö, dö, dö. Geisterpferd Action. Gruseliges Geisterpferd. Oh, Bella war so süß. Aber gut, ich denke mal, sie wird nicht das letzte Geisterpferd sein, leider. Weil so viele Pferde, wie wir haben, irgendwann wird auch wieder ein Pferd von uns gehen müssen. Aber wir sehen es positiv. Wir haben dann wieder Platz für ein neues Pferd. Nein, okay, das war jetzt sehr makaber, tut mir leid. Hier wird, wie gesagt, fleißig geschlafen. Das kann alles noch ein bisschen dauern. Und Lara malt hier fröhlich vor sich hin. Alle anderen sind hier einfach nur aktiv. Wow, wie jetzt alle auf der Couch schlafen, so, ne? Pummeluff, Quietschi. Wenn jetzt noch Platz wäre, wäre Pünktchen bestimmt auch drauf. Wo ist Pünktchen jetzt eigentlich hingegangen? Pünktchen? Achso, Pünktchen ist jetzt nach oben gegangen aufs Bett. Na, mein Gott. Da ist Pünktchen ja auch gerne mal. Dann, ne? Obwohl, Pünktchen möchte eigentlich gar nicht schlafen, ne? Pünktchen möchte eher auf was rumkauen. Wo haben wir denn das Ding jetzt gelassen? Hier drüben, ne? So, dann kauen wir hier einfach mal eine Runde drauf rum. Ich glaube, damit geht's Pünktchen insgesamt ein bisschen besser. So, wie lange brauchen wir denn noch für das Bild? Ein bisschen schon. Ich überlege gerade, ob ich Lara lieber schlafen lasse. Ich habe das Gefühl, das könnte am Ende eine bessere Entscheidung sein. Hier könnten wir auch mal wieder das Ding neu besetzen. Und hier drüben ist ja noch unsere Schildkröte drin. Ach komm, wir füllen einfach mal das Futter von Siegfried nach und gehen dann mal ins Bett. Wenn wir hier eh schon mal auf dem Weg sind. Alter, Hildi quatscht die ganze Zeit nur mit diesem Spiegel. Hildi macht gar nichts für uns. Ich verstehe es nicht. So, Pünktchen, was los? Hast du gekaut? Mit anderem Tier spielen. Okay, wir haben auf jeden Fall Ziele. Wir können hier mal auf den Napf fressen. Alter, Bella, dein Ernst. Bella steht einfach mal in unserer neuen Küche und schwebt durch den Kühlschrank. Was geht da, ey? Das, ja. Gut, aber bei ihr verstehe ich das wenigstens, diesen Geist so, ne? Bei den echten Wildpferden, die hier manchmal durchrennen, das ist ein bisschen schwieriger zu verstehen. So, Quietschi geht es gut. Star könnte eigentlich gleich hier mal aufstehen. Na, Star, wir bewegen uns hier mal ein bisschen. Geh mal eine Runde pieseln. Und schauen wir mal, was passiert. Ich finde immer hier auf dem Bild sieht das Ohr von Star aus, als wenn er ein Einhorn wäre so. Finde ich zumindest. So, wir wollen ein bisschen mit dem Pferdeball spielen. Machen wir an der Stelle mal glatt. Dazu müssen wir nun mal hier raustreten und den Sommer genießen. Alter, das ist schon wieder Sommer. Ich habe das Gefühl, es gab mal zwei Tage her, da war Winter. Was ist denn hier los? Warum vergeht die Zeit hier mal so schnell und der Winter vergeht gar nicht? Kapiere ich irgendwie nicht. So, Pünktchen ist hier voll dabei. Hat Michelle geweckt. Ist ja ein Träumchen. Alter, ich hasse das, wenn Pünktchen Michelle weckt. Da kriege ich die Krise. Oh, arme Michelle. So, Michelle kann dann mal duschen gehen. Jetzt, wo sie schon wach ist. Alter, Pünktchen, ehrlich jetzt mal. Geh mal wieder hier eine Runde kaum. Also ist auch eigentlich immer Pünktchen, ne? Immer weg Pünktchen. So, wir wollen hier auch noch ein anderes Tier anbellen. Wir schlafen. Oh, wir unterhalten uns mit Bella. Oh, und wir mögen uns nicht so. Das ist ja traurig. Können wir Bella noch beschnüffeln oder verschwindet Bella gleich? Hey, Bella. Bist du activated, du? Lass mal eine Runde quatschen. Oh. Geisterschnüffelei. Geisterpferd Action. Okay, aber wir haben uns schon mal besser vertragen als vorher. Das ist doch schon mal was. Gut, Soziales ist jetzt auch voll. Dann können wir eigentlich mal eine Runde was futtern. Aber irgendwie liegt hier kein Heu mehr rum. Schlecht. Schlecht. So, dann sollte hier dringend mal jemand wieder Heu verteilen. So, einmal eine Runde Heu verteilen, bitte. Eine Runde Heu verteilen, bitte. Hier liegt kein Heu mehr rum. Das ist nicht gut. So, Prudence wurde mittlerweile von Pummeluff geweckt. Alter, das gibt's doch gar nicht. Prudence, geh wieder schlafen. Wirklich jetzt mal. Alter, Pummeluff. Was soll denn das? Okay, Pummeluff geht was kauen. Liegt da hinten noch einer? Ja, okay, alles klar. Quietschi geht Richtung Kratzbaum. Bonita futtert was. Milo schläft immer noch. Barbie futtert jetzt natürlich auch was und Flöckchen schläft noch. Okay, soweit, so gut. Star spielt immer noch mit dem Pferdeball und Quietschi kratzt.
Quietschi könnten wir rein theoretisch auch mal aufs Katzenklo schicken. So, einmal eine Runde benutzen, Quietschi. So, Lara schläft. Michelle verteilt fleißig das Heu. Prudence hat sich wieder hingelegt. Und unsere gute Casey wird gleich bald wach. Casey kann dann hier eigentlich auch mal eine Runde duschen kommen und hier sich gerillten Käse schnappen. So, Michelle ist unterwegs zum Heuhaufen und nimmt komische Wege. Aber auch okay. Na Michelle, wir verteilen einfach. Ich hoffe, der Haufen ist nicht gleich weg. Aber vielleicht können wir noch mehr verteilen, mal gucken. Sehr gut, dann haben wir hier auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen vorgesorgt. Den Pilz könnten wir rein theoretisch hier mal nehmen. Und dann wollte ich gucken, ob wir hier sauber machen können. Soweit, so gut. Ja gut, der eine, wo Star gerade reingepinkelt hat, den können wir mal sauber machen. Dann machen wir das einfach mal und können dann mal eine Runde Frühstück servieren. So, Casey futtert schon. Hat nicht lange gebraucht. Hier kommen. Machen wir einfach mal die. Und Casey, du kannst mal hier den Teller wegräumen. Ach, unser Radio ist nicht an, fällt mir gerade auf. Haben wir es eigentlich jetzt mittlerweile hingestellt? So. Hey, Musik. Voll gut. So. Mensch, passt doch. Aber wir waren nicht duschen, ne? Warum waren wir eigentlich nicht duschen? Komisch. Sind wir da irgendwie nicht reingekommen? Was war das Problem? Und welches Problem hat Michelle, dass sie hier schon wieder nicht kochen will? Frühstück servieren, Pfannkuchen. Sollten wir doch eigentlich hinkriegen. So, Quietschi geht jetzt erst Richtung Katzenklo. Quietschi, was hast du getan? Wo warst du denn vorher? Das musst du uns jetzt mal erzählen, sag mal. So, Casey ist soweit fertig. Casey könnte ein bisschen Spaß gebrauchen. Können wir einfach mal hier eine Runde Fernsehen. Scheint mir eine gute Idee zu sein. Und dann können wir auch mal hier das Terrarium neu besetzen. So, Prudence ist mittlerweile auch wach. Da konnte sie dann doch noch ausschlafen. Sehr schön. Und dann warten wir einfach mal, dass es hier unten Frühstück gibt. Wir können ja einfach mal hier auch kurz duschen gehen, um uns ein bisschen frisch zu machen. So, soweit, so gut. Michelle, du wuppst das. Ich weiß, dass du das schaffst mit dem Essen hier. Bitte verbrennst dich. Das wäre ganz toll. Bitte. Momentan wedelt sie ganz schön viel. Ich hoffe, das Wedeln bringt was. Yay, sieht gut aus. Wedeln hat was gebracht. Und es ist sogar sehr gut geworden. Na Mensch, ich bin so stolz. So, Prudence, du kannst dir mal hier einen Teller holen. Caseys Spaß fühlt sich immer weiter. Sehr gut. Und ja, gut, Lara muss sich das dann halt wieder aus dem Kühlschrank holen. Was soll's. Das ist dann auch okay. Okay, wow, wir haben uns nichts zu sagen. Wir essen einfach entfernt voneinander. Alles klärchen. Oh, irgendwie schon ein bisschen traurig. So, Pünktchen, was läuft bei dir? Du möchtest mit Milo Kontakt knüpfen? Aber eigentlich könntest du auch mal eine Runde mit Michelle dich beschäftigen. Dann kann Michelle mal eine Runde bürsten. So, und dann können wir auch mal die Hand beschnüffeln lassen und eine Runde Bauch kraulen. So, Prudence, soweit, so gut. Haben wir hier irgendwo noch eine Staffelei rumfliegen, weil irgendwie, ja, durch unsere Umbauaktion ist da das ein oder andere verloren gegangen. Wir können ja hier mal das Bett machen. Und nehmen wir einfach mal die Staffelei hier. Alter, das mit Bonehilda, das ist, ach, dieser Spiegel muss irgendwie weg. Na komm, wir machen mal hier das Bett auch noch, weil wir das für Michelle ja auch machen. Und dann malen wir hier einfach mal ein großes Bild. So, Casey, der Spaß sollte voll sein. Dann kannst du mal das Terrarium neu besetzen. Komm, wir nehmen mal ein Eichhörnchen. So. Und Lara kann sich dann mal hier was zu futtern holen. Michelle muss mal auf Toilette. Das richten wir dann auch ein. Casey, du kannst mal hier das Futter nachfüllen. Sehr gut. Und dann benutzen wir mal hier unser kleines Gästebad. Weil Michelle ja gerade alles blockiert. So, Pünktchen geht es soweit auch wieder ganz gut. Können ja hier noch ein bisschen auf dem Dingel rumkauen. Was wollen wir denn gerade von Michelle? Ich habe keine Ahnung. So, Casey, wir wollen dem Nagetier einen Namen geben. Dann machen wir das doch glatt mal. Eichhörnchen benennen. Früchtchen. Oh, finde ich gut. Früchtchen. Das finde ich gar nicht so schlecht. So, hier können wir mal die Zeitung wegräumen. Die hat irgendwer zerfleddert. Und was ist mit der hier?
Ja, komm, recyceln wir einfach mal. Post nehmen, Rechnung bezahlen. Na, ganz toll. Wir haben eine Rechnung. Eine sehr hohe, wo ich nicht weiß, wie wir die bezahlen. Ah, das ist ja ungünstig. Ja gut, aber wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen Gitarre spielen üben. Können wir einfach mal ein bisschen rumklimpern hier. So, und wir wollen Star bürsten. Wo ist Star denn gerade? Star spielt anscheinend immer noch mit dem Pferdeball rum. Star, einmal anhalten hier. Wir müssen mal eine Runde bürsten kommen. Aber das ist ja an sich auch gar nicht so verkehrt. So, Lara kommt futtern. Prudence malt. Casey spielt mit der Gitarre. Wo eigentlich? Ich habe das Gefühl... Ah, das ist direkt vor uns. So, in einer Stunde kommt hier auch die Fahrgemeinschaft. Okay. So, wir müssen uns auch wieder um den Garten kümmern. Ha, hier ist wieder was los, sage ich euch. Immer ist hier was los. So, wir haben gebürstet. Sehr schön. Mit Bonita wollen wir das auch noch machen. Dann stelle ich uns Bonita da gleich mal hin. So, gleich noch eine Runde Hufe auskratzen. Und dann können wir mal eine Runde Ernteprodukt verfüttern. So, wir haben eine Einladung gekriegt. So, Lara ist hier fertig mit Futtern. Alles auch schon weggepackt. Perfekt. Wir wollen gärtnern. Na komm, wir gehen schnell raus gärtnern. dann kriegen wir das hier auf jeden Fall hin. Hä, warum keine Interaktion verfügbar? Wir gehen mal eine Runde Garten pflegen, damit sich der Wunsch erfüllt. So, Michelle, dann einmal hier Ernteprodukt verfüttern. Geht es da sozialmäßig jetzt gut? Da kann man noch eine Runde beschnüffeln. Hey, Pause. Freundlich, anschmiegen. Machen wir mal beschnüffeln. Oh, und wir drehen uns wieder im Kreis. Ich hatte gerade gehofft, wir drehen uns dadurch nicht eine Runde im Kreis, aber wir drehen uns doch eine Runde im Kreis. So, können wir schon pieseln? Nein. Aber wir können was futtern, deswegen schicke ich uns mal nach hier hinten eine Runde Heu fressen. Und in der Zwischenzeit holen wir einfach mal Bonita hierher. So, galoppieren. Und unsere gute Casey muss mal zur Arbeit. Flupster. Lara hat jetzt gegärtnert. Sehr schön. Wo war denn jetzt der Napf zu füllen? Okay, hier ist 4. Hier hinten, was müssen wir da füllen? Noch nicht so viel. Ist hier oben irgendeiner leer? Der ist leer, ne? Ja, okay. So. Füllen wir dann mal. Ich guck mal schnell, dass wir hier Lara abbrechen. So. Und Michelle, ist Bonita da? Oder ist Bonita schon wieder abgehauen? Okay, geil. Bonita ist schon wieder abgehauen. Gut, Bonita pieselt noch. Wir können halt mal hier rüber gehen. So. Michelle kann auch mal hier rüberkommen. Ja, wie schnell die Pferde auch immer gleich wieder abhauen, ne? So, Lara füllt und danach kann Lara hier mal ernten, bewässern, düngen. Viel Spaß. So, Bonita, wo bleibst du? Wir müssen dich doch mal hier eine Runde lieb haben. Ach Mensch, Bonita kommt ganz gemächlich, ne? Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Alles gar kein Problem. Oh Mann, so, wir wollen umarmt werden. So, wir kriegen schon wieder hier nicht hin. Warum nicht? Ja, dann geh doch einfach mal einen Schritt beiseite hier. Das gibt's doch gar nicht. Ah, Bonita. So, freundlich. Beschnüffeln. Versuch. Der Nächste. So, das sieht doch schon mal gut aus. So, und wir wollen umarmt werden. Das kriegen wir doch bestimmt auch hin. Ah, voll süß. So, das hat Bonita auf jeden Fall gefreut. Sehr schön. Gut, dann kümmern wir uns hier gleich mal um Bonita. Pflege bürsten, Pflege Hufe auskratzen. Alles wird gut. So, Lara ist am Start. Und hat da erstmal alles abgeerntet. Irgendwie stockt das Spiel gerade. Ich weiß nicht so richtig, warum. Komisch. Man weiß es nicht. Was hat Lara gerade eigentlich? Warum ist sie so traurig? Ach, wegen der Pflanzen? Ist sie traurig wegen der Pflanzen? Okay, danach kann sie auf jeden Fall mal alle Vertrockneten entfernen. Ernteprodukt geben. Hier wird noch gemalt. Und hier können wir mal... haben wir schon alle getroffen? Nee, okay, wir treffen einfach mal weiter die Musiker. So, wie sieht's bei Bonita aus? Bonita geht es soweit sehr gut. Dann kann Bonita hier mal was trinken. So, Michelle, bewegen wir mal wieder 2 Meter zur Seite. Und dann kann Milo hier mal kommen. Milo trinkt zwar auch gerade was, aber ne, wir müssen ja hier irgendwie auch mal fertig werden mit allen. So, da wird getrunken. Wir gehen ein Stück beiseite. Sodale. Und dann können wir hier gleich mal wieder ein bisschen Bürsten und Hufe auskratzen. Bürste, Bürste, Bürste.
Kratz, kratz, kratz. So, Lara ist da auch gleich wieder fertig. Ich frage mich auch immer, mit was sie denn die Felder düngt, so, ne? Macht sie das denn einfach so? Ich habe keine Ahnung. Bin da manchmal ein bisschen überfragt. So. Hat Milo denn jetzt hier alles ausgekratzt und gebürstet bekommen? Sehr schön. Sozial ist es auch voll. Das ist super. So, wir können einfach mal eine Runde direkt vor die Füße pieseln. Schnell weg da. Und wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann einfach in der nächsten Folge. Und ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Dann bis zum nächsten Mal und ciao.